Hallo und herzlich willkommen, meine Genossen. Mein Name ist Dennis und heute gibt es mal ein neues Video zu den Challenges von Tetsubo Noshima. Es wurde sehr oft bei mir angefragt, dass ich das Video machen soll, deswegen mache ich das Ganze auch, weil die ganzen Challenges, die an den Säulen stehen, wurden sehr undeutlich erklärt, sage ich jetzt mal in dieser Zeile, die dort steht. Auf jeden Fall fangen wir direkt mal an. Die erste Challenge, die wir haben, ist die dreimal die gleiche Pflanze gießen. Das Ganze ist relativ einfach. Ihr braucht einfach einen Eimer, einen Samen und einen vollen Eimer. Dann geht ihr einfach zu einem Pflanzenspot und gießt diese Pflanze jeweils nach jeder Runde einmal. Das ist ganz einfach und sollte auch gar kein Problem darstellen. Die nächste Challenge, die wir hier haben, heißt: Schießen Sie 5 mutierten Zombies den Kopf runter. Das ist ganz einfach, und zwar braucht ihr einfach nur noch diese Big Boys, wie ich sie sehr gerne nenne, und dann müsst ihr einfach nur eine etwas stärkere Waffe haben. Es reicht auch eine RK5 oder so. Ihr geht einfach zu so einem Big Boy hin und dann werdet ihr sehen, er hat einen klitzekleinen Kopf, aber genau den müsst ihr treffen. Ihr habt genug Zeit, um den runterzuschießen, da braucht ihr euch gar keine Sorgen zu machen, und das Ganze müsst ihr halt 5-mal machen. Die dritte Challenge heißt: Zerstören Sie 5 Netze mit Sprengsätzen. Das Ganze ist sehr, sehr einfach. Ihr braucht einfach Granaten oder Widowine-Granaten oder Raygun oder XM53. Ganz egal, Hauptsache was Boom macht. Irgendetwas, was richtig Boom macht. Es ist wirklich ganz egal was. Dann geht ihr einfach zu den Kaugummi-Automaten, schmeißt dort eine Granate hin, wie ich es hier gemacht habe. Oder ihr geht zu Spinnennetzen hin und da schmeißt ihr ebenfalls eine Granate gegen oder schießt mit der Raygun gegen. Ganz egal, Hauptsache irgendwas, was explosiv ist. Damit könnt ihr das Ganze kaputt machen. Die nächste Challenge ist: Schießen Sie auf 5 Sporen. Das ist ganz einfach, und zwar müsst ihr einfach nur noch auf diese orangenen Sporen schießen und dann ist das Ganze erledigt. Ich denke, das ist einer der Challenges, die sich von selber erklärt, und da muss ich auch nicht viel drüber erzählen. Die fünfte Challenge, die ich hier habe, heißt: Erledigen Sie 15 Zombies, die von Pflanzen angelockt werden. Das ist schon ein bisschen härter, beziehungsweise ein bisschen nerviger. Ihr braucht einfach nur noch einen Eimer mit 3-mal lila Wasser, also einen kompletten Eimer mit lila Wasser. Und dann begießt ihr einfach einen Pflanzenspot, beziehungsweise einen Samen, halt mit dem kompletten Eimer, sprich 3-mal gießen, sprich jede Runde einmal begießen, und das halt 3-mal. Wenn ihr das gemacht habt, spawnt die lila Pflanze, beziehungsweise die Menschenfresserpflanze, wie ich sie gerne nenne. Und ja, ihr werdet merken, Zombies werden zu dieser Pflanze hinrennen. Und während sie zu dieser Pflanze hinrennen, tötet die Zombies einfach. Und ihr werdet irgendwann diese Challenge abschließen. In der sechsten Challenge steht: Erledigen Sie 3 Zombies, wenn sie mutieren. Das Ganze sehr, sehr knifflig, das muss ich zugeben. Hierfür braucht ihr am besten eine Raygun oder schon einen Schädel. Aber am besten geht es mit einer Raygun, glaube ich, weil sie einfach in den frühen Runden sehr, sehr gut tötet. Auf jeden Fall müsst ihr einfach an einer Spore vorbeirennen und die dann halt anschießen. Und wenn ihr merkt, dass ein Zombie zu so einem Big Boy mutiert, müsst ihr einfach auf den Boden schießen und gucken, wo er verschwunden ist, bis dieser Zombie dann komplett gestorben ist. Also es ist schon ein bisschen knifflig. Guckt einfach zu, wie ich es hier im Video gemacht habe. Ist schon ein bisschen schwieriger, als man denkt. Auf jeden Fall ist es schon sehr knifflig. In der siebten Challenge steht: Erledigen Sie 8 Spinnen mit Sporen. Das Ganze ist ziemlich einfach, vor allem wenn man dann in einer Spinnenrunde ist. Davor ist es ja auch nicht möglich eigentlich, außer man ist in Runde 12, dann spawnen sie natürlich in der Runde die Spinnen. Auf jeden Fall, wenn ihr dann in einer Spinnenrunde seid, sprich Runde 6 oder 7, spawnen 7 Spinnen. Das haben sie sehr gemein gemacht, weil man eben 8 Spinnen mit Sporen töten muss und dann noch bestimmt eine Spinne für die Wunderwaffe braucht. Also es ist schon ein bisschen eklig. Auf jeden Fall müsst ihr einfach an einer Spore vorbeilaufen. Ich benutze dafür sehr gerne den Gang vom Anfangsraum zum Labor A, weil dort halt ein ziemlich enger Gang ist, wo die Spinnen dann auch durch müssen, und da hängt halt perfekt eine Spore für diese Challenge. Einfach diese Spore abschießen und dann klappt das schon. Wenn es nicht in der ersten Spinnrunde geklappt hat, wartet einfach ab, bis ihr dann in der nächsten Spinnrunde seid, weil dann habt ihr sie zu 100%. In der achten Challenge steht: Erledigen Sie 10 mit Sporen infizierte Zombies mit Volltreffern. Das Ganze ist sehr, sehr einfach. Ich freue mich immer, wenn ich diese bekomme. Und zwar müsst ihr einfach mit Zombies an Sporen vorbeilaufen. Und sobald ihr seht, dass aus diesen Zombies so ein orangener Rauch rauskommt, dann macht einfach Headshots bei diesen Zombies. Das ist ziemlich einfach und sollte sich normalerweise auch von selbst erklären. Bei der neunten Challenge steht: Erledigen Sie mit der Flugzeugfalle 30 Zombies. Das erklärt sich eigentlich schon von selber, aber natürlich erkläre ich euch das Ganze hier auch. Auf jeden Fall müsst ihr einfach nur den Strom bei Labor 1 anmachen, dann geht auch automatisch bei der Flugzeugfalle der Strom an. Da geht ihr einfach hin und tötet dann halt diese 30 Zombies mit
eurer Flugzeugfalle. Also im Prinzip sehr, sehr easy. In der 10. Challenge steht, erledigen Sie einen mutierten Zombie, bevor er wild wird. Das Ganze ist eigentlich relativ einfach, wenn man die richtigen Waffen hat. Beziehungsweise ich hatte hier die XM53, deswegen sollte das aber auch nicht allzu schwer sein. Auf jeden Fall müsst ihr einfach so einen Big Boy töten, bevor er wild wird. Ganz einfach. Er wird wild, sobald er anfängt zu schreien. Während er noch schreit, könnt ihr ihn töten. Nachdem er dann angefangen hat zu rennen, müsst ihr ihn schon getötet haben. Also während er schreit, muss er sterben, beziehungsweise davor geht natürlich auch. Am besten geht es natürlich mit dem Schädel, da kann ein Spieler ihn zum Beispiel hypnotisieren und du kannst ihn einfach dann mit der mit der anderen Taste halt töten. Aber ich habe es hier mit der XM53 gemacht, deswegen sollte es nicht allzu schwierig sein. Bei der 11. Challenge steht, erlangen Sie ein Power-Up aus einer Pflanze. Das Ganze ist sehr, sehr einfach. Man kann das sogar schon in Runde 4 fertig haben, wenn man genug Geld hat. Und zwar müsst ihr einfach einen Eimer haben und einen Samen und natürlich einen vollen Eimer voller blauen Wasser. Dann macht ihr es einfach so, dass ihr 3 Samen begießt mit dem blauen Wasser und wartet einfach ab, bis die komplett ausgewachsen ist. Sprich, jede Runde einmal gießen, bis sie halt voll ausgewachsen ist. Und wenn ihr Glück habt und dann diese Pflanze öffnet, kann da ein Power-Up drin sein und dann ist diese Challenge schon fertig. Die 12. Challenge heißt, gießen Sie 5 Pflanzen. Ich glaube, das erklärt sich von selber. Ihr braucht einfach nur einen Eimer und dann halt 5 bzw. 3 oder 2 Samen. Ist ganz egal. Am besten geht es dann halt mit 3 Samen. Zweimal gießen und dann nochmal einmal gießen. Also es ist ganz egal, wie ihr es macht. Ihr müsst einfach irgendwelche Pflanzen 5-mal gießen. In der 13. Challenge steht, essen Sie eine Frucht, die an einer Pflanze gewachsen ist. Das Ganze ist relativ einfach. Ihr braucht einen Eimer, einen Samen und das Wasser in der Reihenfolge blau, lila, grün. Also es ist relativ einfach, aber Vorsicht, es besteht eine Chance, dass keine Fruchtpflanze daraus entsteht. Es kann auch eine andere Pflanze daraus entstehen. Ist bei mir auf jeden Fall sehr, sehr oft der Fall gewesen. Deswegen gießt einfach 3 Samen mit dieser Reihenfolge und dann solltet ihr überhaupt gar kein Problem mit dieser Challenge haben. In der 14. Challenge steht, nutzen Sie eine Spore, um unter Wasser Luft zu kriegen. Das Ganze ist relativ einfach. Ihr macht einfach die beiden Labore an, dann geht ihr zum Stromschalter und geht einmal kurz tauchen. Wenn ihr dann schon da unten seid, schießt einfach die Spore ab, die direkt neben der Argus hängt und schon habt ihr die Challenge fertig. In der 15. Challenge steht, erledigen Sie 20 Zombies, während Sie unter Wasser sind. Das ist ganz einfach, ihr geht einfach dorthin, wo der Stromschalter ist, dann geht ihr dort unter das Wasser und macht das Spinnennetz kaputt. Sobald ihr das Spinnennetz kaputt gemacht habt, werdet ihr merken, es werden 14 oder 15 Zombies spawnen. Die tötet ihr alle, dann bleibt ihr aber noch weiterhin im Zombies, um 5 oder 6 weitere Zombies zu töten und dann habt ihr die Challenge schon erledigt. Nun sind wir bei der letzten Challenge angekommen, und zwar bei der 16. Und da steht drin, erledigen Sie mit der Ventilatorfalle 20 Zombies. Ich glaube, das erklärt sich von selber genauso wie bei der Flugzeugfalle. Ihr macht einfach den Strom an, geht zur Ventilatorfalle und tötet damit halt 20 Zombies. Passt auf, dort oben der Gang ist sehr, sehr eng. Also guckt zu, dass ihr nicht zu viele Zombies dort oben habt. Wenn es dann zu viele werden, benutzt einfach den Escape, der hinten liegt. Und dann seid ihr eigentlich schon safe. So, das war's von den ganzen Challenges. Ich hoffe, es hat euch gefallen, weil das war schon sehr viel Arbeit. Ich weiß nicht, wie oft ich neu gestartet habe. Ich weiß es echt nicht. Ich glaube, ich habe um die 40 Mal neu gestartet, weil ich immer dieselben Challenges bekommen habe. Auf jeden Fall, irgendwann hatte ich dann alle zusammen. Insgesamt sind es halt 16. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Ich hoffe, ich habe es auch gründlich erklärt. Das war's erstmal von mir. Bis zum nächsten Mal und tschüss.